Der deutsche Messerangreifer von Stuttgart, er heißt Cem Koray mit Vornamen und damit herzlich willkommen bei Politik mitkommen. Sie wollen uns wieder verarschen und veräppeln, den ganzen Tag von morgens bis abends. Normalerweise wird die Staatsbürgerschaft nicht genannt von der Polizei. In diesem speziellen Fall wurde sie selbstverständlich genannt und vor allem zu einem besonders frühen Zeitpunkt, nämlich schon in der ersten Pressemitteilung. Es geht um gestern. Gestern früh um 2 Uhr hat im Stuttgarter Hauptbahnhof in einem Warteraum ein 26-jähriger Deutscher, wie es dann sofort gehießen hat, auf unbeteiligte Dritte eingestochen. Es sind hier zwei über 60-Jährige verletzt worden, die mit Stichverletzungen, die allerdings nicht lebensgefährlich waren, ins Krankenhaus gekommen sind. Inzwischen hat man auch die Tatwaffe gefunden im Schlossgarten in Stuttgart. Es hieß am Anfang direkt, es ist ein deutscher Staatsbürger beteiligt und das kennen wir inzwischen. So haben sie vor kurzem in Berlin hier am Ostkreuz einen 44-Jährigen kontrolliert mit einem verbotenen Messer und haben das sogar getwittert, die Bundespolizei, und haben dazu geschrieben, ein 44-jähriger Deutscher ist mit einem verbotenen Messer angehalten worden. Demonstrativ als Beispiel, seht zu, Deutsche begehen auch solche Verstöße. Was sie nicht gesagt haben ist, dass dieser 44-Jährige erst seitdem er 43 ist, Deutscher ist. Richtig, er wurde 2023 eingebürgert und ist auch noch afghanischer Staatsbürger. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So hier auch in Stuttgart, als der junge Mann dann am Ende auf der Polizeiwache war, stellte sich heraus, er heißt Cem Koray, kam auch in einem Fenerbahçe-Fußballtrikot, in einem türkischen also, und er hat eindeutig türkische Wurzeln. Natürlich ist er Deutscher, er ist deutscher Staatsangehöriger, er ist hier geboren, aber beide Eltern sind nicht hier geboren. Er schweigt sich aus zur Tat, er macht keine Angaben, warum er hier mit dem Messer auf jemanden losgegangen ist. Allerdings haben die Ermittler schon mitgeteilt, es könnte eine psychische Erkrankung vorliegen. Das ewige Spiel, was wir kennen, der deutsche Messermann Cem Koray im türkischen Fußballtrikot mit psychischen Problemen. Selbstverständlich. Inzwischen ist Haftbefehl gegen diesen Mann erlassen worden wegen versuchten Totschlag. Immerhin haben sie in Stuttgart mal Haftbefehl erlassen gegen so einen Messerattentäter. Jetzt gibt es hier immer noch weitere Messerübergriffe, Tötungsdelikte und so weiter. Die Frage ist, wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? Holz wickete bei Dortmund, 7. Juli, 2 Tage her. Ein Mann aus dem westafrikanischen Guinea-Bissau randaliert und schreit in einem Zug, pöbelt außerdem Fahrgäste an. Er gerät zuvor in eine Auseinandersetzung mit einer Zivilpolizistin, die ruft die Bundespolizei zur Hilfe. Am Bahnhof Holzwickede steigen sie dazu und schaffen den Mann schließlich aus dem Zug. Alle, die zwischen Erfurt und Suhl mit dem Zug fahren, kennen das auch. Dort gibt es regelmäßig Übergriffe. In Erfurt, da ist das Bundesamt für Migration, die Außenstelle, und in Suhl ist die Erstaufnahmeeinrichtung von Thüringen. Deswegen ist diese Strecke so heiß befahren. Coesfeld, 6. Juli, zwei 15-Jährige werden beim Musikhören an einem Teich angegriffen. Die älteren Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahre alt, südländisches Aussehen. Die Opfer wurden mit Stöcken geschlagen und erniedrigt. Ganz genau, wie es in der Scharia vorgesehen ist. Einer der Täter brachte sein Opfer dazu, sich hinzuknien und um Gnade zu flehen, ein anderer Täter filmte das mit seinem Smartphone. Medizinische Behandlung ist allerdings nicht nötig gewesen. Neumarkt bei Nürnberg, 5.7. Ein 23-jähriger Syrer sticht einen 19-jährigen Syrer mit einem Messer in den Hals. Er wird stark verletzt, überlebt aber. Zuvor stritten sie sich aus unbekannten Gründen. Gab mit Sicherheit mal wieder kein Schokopudding. Ihr kennt den Running Gag. Mönchengladbach, ebenfalls 5. Juli. Zwei Männer mit südländischem Aussehen rauben eine 85-jährige Frau aus. Sie geben sich als Wasserwerker aus, drangen so in das Haus ein, stahlen Geld und Schmuck. Nachdem die Frau misstrauisch geworden ist, erwischt sie einen der Männer beim Stehlen. Die Täter sind dann geflüchtet mit einem Auto, quietschenden Reifen, ganz wie in Hollywood. Augsburg, ebenfalls 5. Juli, ziemlich viel los gewesen. Ein etwa 50-jähriger Mann mit südländischem Aussehen soll in einer Straßenbahn eine 14-Jährige sexuell belästigt haben. Der Täter habe sie festgehalten und an der Brust berührt. Die Polizei sucht nach Zeugen. München, 4. Juli, eine 30-jährige Frau soll auf dem Heimweg vergewaltigt worden sein. Um 2 Uhr nachts setzt sie sich auf eine Bank. Dann wird sie von einem 46-jährigen Obdachlosen aus Rumänien angesprochen und zu Boden gestoßen.
Er beginnt sie zu küssen und sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen, wie die Polizei berichtet hat. Die Frau hat sich massiv gewehrt und konnte flüchten. Der Tatverdächtige ist einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Berlin, 4. Juli, ein 21-jähriger Syrer stößt einen 23-jährigen Mann aus Sierra Leone am Bahnhof Spandau ins Gleisbett. Dem ist ein Streit vorausgegangen, der Täter ist polizeibekannt. Zeugen haben das Opfer aus dem Gefahrenbereich gerettet und danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Süßen bei Stuttgart, 4. Juli, ein 15-jähriges Mädchen wird am Bahnhof sexuell belästigt. Die junge, geschädigte Frau beschreibt den mutmaßlichen Mann wie folgt: etwa 22 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, Vollbart, südländisches Aussehen. Er soll betrunken gewesen sein. München, 4. Juli, ein Jordanier wird vor dem Landgericht München zu 5 Jahren Haft und 8 Monaten Gefängnis verurteilt wegen mehrerer Sexualdelikte, darunter eine Vergewaltigung einer Frau in einer Asylunterkunft. Statt das Urteil zu akzeptieren, schreit er herum, äfft die Richterin nach, redet auf Arabisch, mitunter schreit er das Wort mit F im Gerichtssaal. Ihr habt gesehen, wieder ziemlich viel los. Dabei gibt es wirklich hier den schwedischen Geheimdienstchef. Da stand dann im Bericht der Geheimdienstchef der Polizei. Dabei hat die Polizei in Schweden gar keinen Geheimdienst, sondern es gibt einen Geheimdienst, der ist im Justizministerium unterstellt, die Polizei, sie ist im Innenministerium unterstellt. In Deutschland ist keiner der Geheimdienste dem Justizministerium unterstellt. Allerdings ist die Aussage von diesem Geheimdienstchef nicht weniger brisant. Er sagt, Tatsache, in Südschweden ist als einziges Gebiet in Schweden ein Rückgang der Kriminalität im Sommer sogar zu messen statistisch, weil die Migranten eben in Urlaub fahren. Und wo fahren sie so hin? Naja, manchmal in ihre Heimatländer, wo sie eigentlich davor geflüchtet sind. Ich bin gespannt, wie siehst du das Ganze, die ganzen Messerangreifer und der deutsche Cem Koray? Ich möchte gar nicht abstreiten, dass es deutsche Messerangreifer gibt, aber so verzweifelt, wie die Polizei hier immer wieder deutsche Täter dann nach vorne stellt, schaut, seht her, ihr seid auch mit dran schuld. Ja, das wissen wir, aber gehen wir doch einfach mal 10 Jahre zurück in das Jahr 2014 und überlegen, wie da die Gewaltsituation in diesem Land war. Und ich erinnere mich noch, was es heute schon fast gar nicht mehr gibt wie früher, das sind diese Amokläufe an Schulen. Das schlägt sich wohl eher bann in Massenvergewaltigungen anscheinend, in Gruppenvergewaltigungen, alles inzwischen an der Tagesordnung. Alice Weidel hat im Sommerinterview beim ZDF davon gesprochen, dass die Vergewaltigungen zugenommen haben. Sie haben einen Faktencheck gemacht und sagen dann allen Ernstes, die Kriminalitätsstatistik sagt nichts über die Kriminalitätswirklichkeit aus und man könne, nur weil man mehr erfasst hat, nicht davon ausgehen, dass es mehr gegeben hat. Sie verhöhnen jede Frau, sie verhöhnen jedes Opfer, die Zahlen, sie sind eindeutig und sie hassen uns. Sie hassen uns und sie wollen wohl aus ihren Ämtern gejagt werden. Ich sage das nicht in böswilliger Absicht, aber wenn man mutwillig jahrelang, jahrzehntelang Politik gegen das Volk macht, gegen die Sicherheitsinteressen der Bürger, vor allem gegen der Schwachen, gegen die Frauen und gegen die Kinder, dann muss man irgendwann damit rechnen, dass das Pendel auch zurückschlägt. Und soweit wie das Pendel inzwischen ausgeschlagen ist, soweit schlägt es dann auch zurück. Und dann liegen sie alle am Boden, haben Schnappatmen, wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und dann kann man nur sagen, wenn ihr noch eine Frage stellt, warum, dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram. Bleibst du immer auf dem Laufenden. Ich mache demnächst auch mal was zu den Sina-Laptops, nach denen ich hier wieder gefragt wurde. Da gibt es auch tatsächlich was Neues. Ich bin gespannt, ob du dabei bleibst. Damit sage ich ciao, bis bald.